einen Text vorlesen lassen, um Fehler besser zu erkennen, oder auch einen fremdsprachigen Text vorlesen lassen, um ihn besser zu verstehen. Und das mit einer akzentfreien Stimme. Beides ist in Word möglich. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr öffnet den Text mit Word, geht an die Stelle, ab der es beginnen soll oder markiert den Text, den ihr vorlesen wollt, wählt dann Überprüfen und unter Sprache das laut vorlesen. Dann ändert ihr die Fehler, die euch aufgefallen sind, und es war's im Prinzip schon. Ihr könnt allerdings, wenn ihr das wollt, auch noch Einstellungen machen. Ihr seht, hier habt ihr die Steuerung für dieses Lautvorlesen und da könnt ihr zum Beispiel eine andere Stimme auswählen. Ich nehme mal Microsoft Stefan und vielleicht wollt ihr es auch ein bisschen schneller haben und dann lasst ihr denselben Text oder auch einen anderen Text nochmal Der ablaufen. Hausmeister hatte viel zu tun. Dass das jetzt ein bisschen blechern klingt, das liegt daran, dass es aus meinem Bildschirmlautsprecher übertragen wird und dann hier über das Mikrofon. In echt, finde ich, funktioniert das eigentlich recht gut. Also so einfach ist es, wenn ihr Deutsch bzw. die Standardsprache an eurem Rechner nutzt. Anders ist es, wenn ihr jetzt eine Fremdsprache verwendet. Ich habe mal hier so ein paar Sprachen aufgenommen und ich nehme jetzt mal als erstes Englisch und spiele mal diesen Text ab. Vereinigte Staaten. Und man hört, dass es jetzt ein deutscher Sprecher ist, der nicht wirklich Englisch spricht, sondern eher mit deutscher Aussprache diesen englischen Text spricht. Und damit wir das jetzt wirklich mit einer akzentfreien Stimme hören, sind zwei Voraussetzungen notwendig. Das erste ist, dass dem Text, der vorgelesen wird, die richtige Sprache zugeordnet ist. Das heißt, ich habe hier einen Text, der hat eine Sprache, der ist Deutsch, ich weiß das, aber dem muss auch im Word die Sprache Deutsch, in dem Fall Deutschland, zugeordnet sein. Und ihr seht hier zum Beispiel, das ist ein englischer Text, aber dem ist auch die Sprache Deutsch Deutschland zugeordnet. Und hier der Text, dem ist schon mal die Sprache Englisch Vereinigte Staaten zugeordnet. Also erste Voraussetzung passt. Allerdings fehlt die zweite Voraussetzung noch. In den Spracheinstellungen von Windows muss es auch ein Englisch geben und dort muss voreingestellt sein, Text zu Sprache auch auf Englisch. Also es muss eine Stimme installiert sein, weil nämlich das Sprechen dieses Textes hier auf dem Rechner stattfindet. Also nicht wie beim Diktieren oder auch beim Übersetzen, wo die Daten an Microsoft übertragen werden, dort umgewandelt werden und an unseren Rechner zurückgeschickt werden, sondern in diesem Fall passiert alles hier auf unserem Rechner. Und diese zweite Einstellung, also Text zu Sprache, die fehlt noch. Und die stellen wir jetzt mal ein. Dazu klicken wir hier unten auf Start, geben dann ein Spracheinstellungen hier in der Systemsteuerung. Und wenn wir die aufrufen, dann seht ihr, hier geht es um Sprache, bevorzugte Sprachen und hier ist nur Deutschland eingestellt. Und an diesen verschiedenen Symbolen sieht man, was konkret eingestellt ist. Und da gibt es ein Symbol, das heißt, Text zu Sprache ist installiert. Und das braucht es, damit richtig akzentfrei vorgelesen wird. Was ich jetzt mache, ist, ich füge die Sprache hinzu, die ich haben möchte. Also in dem Fall Englisch und nehme mal Englisch. Vereinigte Staaten. Gehe auf Weiter und installiere dieses Sprachpaket. Ich will nicht, dass das meine neue Windows-Anzeigesprache wird, sondern ich installiere hier Englisch. Und das läuft jetzt, das dauert ganz ein bisschen. Und dann installieren wir dazu noch etwas aus der Spracherkennung. Ihr seht hier im Moment ist die Spracherkennung Deutsch und die Stimme, die ausgewählt ist, ist Microsoft Stefan. Da gibt es noch Katja und Hedda, die habt ihr auch gerade schon gesehen in Word. Und ihr seht, hier gibt es jetzt als Sprache Deutsch dieses Sprachpaket installiert und ich füge jetzt weitere Stimmen hinzu, nämlich in unserem Fall Englisch. Und dann wähle ich wieder Englisch Vereinigte Staaten.
und gehe auf Hinzufügen. Jetzt muss ich Admin sein und deshalb mein Admin-Passwort eingeben. Das seht ihr jetzt gerade nicht, das tippe ich mal ein. Und dann wird diese Sprache installiert. Ihr seht es hier, Englisch Vereinigte Staaten wird installiert. Und wenn das beides fertig ist, dann heißt es hier, um neue Stimmen zu verwenden, schließen und öffnen Sie die Einstellungen sowie alle Apps, die die Stimme verwenden. Das heißt, ich schließe jetzt hier mal die Einstellungen. Eine App, die die Stimme verwendet, wäre in dem Fall Word. Die mache ich auch zu. Eine andere App habe ich im Moment nicht geöffnet. Das heißt, ich starte jetzt Word neu und zwar auch gleich mit dem Dokument Textausgabe. Und wenn die Sprache jetzt fertig installiert ist, schauen wir mal nach, ob das der Fall ist. Ich gehe nochmal in die Spracheinstellungen und sehe jetzt hier Sprache Deutsch und Englisch. Und bei Englisch ist das Symbol Text zu Sprache installiert auch da. Und wenn ich jetzt diese Zeile markiere, dann wird der erste Teil und dieser zweite Teil wird noch mit dem deutschen Sprecher vorgelesen und das andere hier dann mit dem englischen Sprecher. Also überprüfen, laut vorlesen. Englisch, Vereinigte Staaten. The language makes the music. The language makes the music. Also es war eindeutig zu hören. Frankreich. Es ist jetzt ein englischer Sprecher und das könnt ihr mit anderen Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch, könnt ihr das genauso machen. Das funktioniert übrigens in Outlook genauso mit dem laut vorlesen. In anderen Office-Programmen leider nicht. Es gibt nämlich bei Microsoft drei Funktionen zum Lautvorlesen. Das Lautvorlesen, das wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Dann gibt es noch den sogenannten plastischen Reader. Und dann gibt es noch das sogenannte Sprechen. Und je nach Programm gibt es alle drei oder nur eins davon. Also wenn euch das zum Beispiel interessiert, wie ihr das in Excel oder auch in OneNote macht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich da noch ein Video dazu. Ich hoffe, dass euch das weiterbringt. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Schaut euch auch die anderen Videos vielleicht zum Diktieren, was ich schon gemacht habe, und auch zum Übersetzen an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.